21 Substreet. Hallo und herzlich willkommen in der 21 Substreet. Ich habe heute nochmal einen AliExpress-Haul für euch. Ich habe nochmal wieder ein bisschen was gesammelt seit dem letzten Haul. Und das wollte ich euch jetzt ganz schnell zeigen. Ich habe diesmal nicht für alles Ausstanzungen machen lassen von meinen Kindern. Aber so ein paar Sachen sind schon dabei, die auch ausgestanzt wurden. Aber ich bin davon überzeugt, dass alles andere auch super aussieht, wenn es ausgestanzt ist oder halt auf, also relativ gut funktioniert zumindest. Ich fange auch direkt an. Ich verlinke euch alles wieder in der Infobox, was ich so gefunden habe und was ich noch so zuordnen konnte und so. Vielleicht fehlt das ein oder andere oder ist vielleicht auch nicht mehr ganz aktuell. Okay, wisst ihr schon, ne? So, also ich habe nochmal 3 Tüllbänder. Da hatte ich beim letzten Mal schon mal welche davon gehabt und da fehlten halt noch 3. Die waren dann von einem anderen Händler, weil ich diese Farben noch gerne haben wollte. Und ja. Die gefallen mir eigentlich auch sehr gut, nur das Creme-Elfenbein, das ist mir einfach zu, ja, das sieht mir zu bräunlich aus, ehrlich gesagt. Aber die 2 Farben finde ich sehr schön. So, weiter geht's. Dann habe ich mir einen Igel bestellt. Der sieht dann ausgestanzt so aus. Ich glaube, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So, genau, so sieht der Igel dann fertig aus. Dann habe ich einen Schneemann. Der sieht dann so fertig aus. Dann habe ich eine Girlande mit Herzen. Und so wie das aussieht, wird da nicht nur gestanzt, sondern auch geprägt. Aber ich habe heute, wie gesagt, nicht wirklich viel Zeit, deswegen kann ich euch das nur so im Schnellverfahren alles zeigen. Dann ein Elch, ein bisschen geschnörkselt, der ist relativ klein, aber schön. Dann eine Giraffe, da haben wir schon eine Ausstanzung von, die hole ich noch aus. Die hatte, die kann ich nicht rausholen, ich gehe fest, die hatte meine Tochter Amy mir, die an mir gemacht. Eine Giraffe. Da gibt's, ist auch noch ein Schal dabei. Genau. Dann ein Elefant. Mit Herz. Ein Engel. Das ist aber ein Fail, weil die alle so stark aneinander sind. Diese, die kommen auch. Ich habe das gerade gesehen. Ja, die sind hier ja auch so mit. Dünne Drähten verbunden noch, aber das lässt sich also ganz einfach abknipsen. Dies hier lässt sich überhaupt nicht. Weder schneiden, knipsen, noch mit, keine Ahnung. Das heißt also, man muss sich vorher schon Stückchen zurechtschneiden, die da drauf passen, damit man das unterschiedlich hat. Oder immer im Kompletten in der Farbe und dann hat man immer irgendwie Abfall, den man eigentlich gar nicht braucht. Also Fail. Das Ding, das werde ich nie im Leben brauchen. Ich bin davon überzeugt, der war jetzt relativ günstig. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man vielleicht ein bisschen was in die Höhe, also der war jetzt glaube ich 2 Euro, wenn jetzt ein bisschen was höher geht mit dem Preis, dass sie vielleicht so um die 3-4 Euro kosten pro Stanze, was ja immer noch günstig ist, dass es dann wieder so ist wie dieses hier. Aber am falschen Ende gespart, würde ich sagen. Genau. So, was haben wir noch? Genau, dann habe ich noch den Santa. Der ist jetzt auch hier schon auseinander gemacht. Der kommt ja auch so zusammen mit diesem Draht. Muss man dann halt, wie gesagt, auseinander machen. Da hat mir auch die Leanne gemacht. Die ist total süß. Also, ich finde den klasse. Er klebt ein bisschen. Den hatte ich nicht so mit Kleber. Aber ist niedlich geworden. Fällt mir sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wo sie mit, mit der Pilzhausstanze abgeblieben ist, aber die haben wir auch. Vielleicht kommt sie nachher hier nochmal. Also die haben wir auch, das Pilzhaus. Das sieht dann so aus. Da hat sie dann extra nochmal ein bisschen braun gemalt, hier drumherum. Weil das halt in einem ausgestanzt wird und dann ist das ja weiß. Also das gibt es dann nicht nochmal extra und man kann sogar die Tür öffnen. Das finde ich total süß. Also das Pilzhaus gefällt mir richtig gut. Dann habe ich hier ein paar Worte, ein paar Grußworte. Also ich bin ja nach wie vor immer mega begeistert,
von diesem AliExpress. Willst du nur jetzt langsam auch mal irgendwie mal anfangen, das zu verbasteln, ne? Nur noch am Shoppen letzte Zeit, ich muss auch mal ein bisschen was basteln. Naja, ich bastel auch immer wieder zwischendurch. Dann hier einmal Congratulations. Hallo. Das fehlt hier, hat sie nicht ganz. Was das ist, habe ich keine Ahnung. Vielleicht jetzt. With love. Ich fand diese Geschnörkel da so schön dran. Na gut, man kann die natürlich dann auch abknipsen, wenn es einem zu viel wird. Und Anniversary. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich die wirklich haben wollte. Oder ob die aus Versehen in den Warenkorb gekommen sind. Das passiert schon mal, wenn man mehrere Farben, also wenn man mehrere... Manchmal klickt man ein Bild an und dann kommen darunter noch ganz viele andere. Und wenn man dann zufälligerweise vielleicht die falsche Farbe, also die falsche Stanze, bei denen heißt es immer Farbe, ausgewählt hat, dann passiert das schon mal. Weil ich weiß gar nicht, warum ich das haben wollte. Weil das sind englische Worte. Also Happy würde ich ja vielleicht noch nehmen, aber Congratulations und Anniversary kann ich hier im deutschen Raum gar nicht wirklich gebrauchen. Hello, meine ich, habe ich schon eine. Und With Love, nur wegen dem With Love. Naja, ich bin so verrückt vielleicht, ja. Ich weiß nicht, aber genau, also das ist, ich lasse das jetzt auch nicht so liegen. Dann habe ich hier noch was Hübsches. Was ist deine Aufregung schon wieder hier? Ha? Was regst du dich schon wieder auf? Der Erzfeind von unserem Hund war gestern da. Und es könnte sein, dass der auch heute immer noch da ist bei den Nachbarn. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte. Die mögen sich also überhaupt nicht. Und wenn der da ist, dann ist der das ganze Wochenende so. Was bin ich froh, dass wir bald nicht mehr hier sind. Wir fahren nämlich bald in... Das ist also ein Zaunelement. Blümchen. Ja, okay, braucht nicht. Und ein bisschen Gras. Ich weiß ehrlich gesagt auch wieder nicht. Manchmal weiß ich nicht, warum ich das tue. Aber das hier ist also. Ich hatte letztes Mal schon mal einen Zaun dabei gehabt. Ich weiß gar nicht, ob. Kann sein, dass ich weiß nicht, ob der jetzt hierbei ist oder so. Aber dieser gefiel mir besser und ich glaube, der war so auch nochmal so günstig gewesen. Und der hat halt auch nochmal so Holzprägungen hier drin. Also das finde ich eigentlich ziemlich hübsch. Und ja. Sonst mache ich die ja immer selber, diese Zaunelemente. Das geht ja auch ganz einfach. Ne? Einfach ein paar Streifen zurechtschneiden, vorher bestempeln, ne? Und dann eben die Spitzen so ein bisschen. Also ist halt ein bisschen mühseliger, aber geht auch. Was haben wir noch? Ein bisschen was für Halloween schon. Das ist so ein Skull, Totenkopf. Der war jetzt, glaube ich, auch unter einem Euro, weil sonst finde ich ja überhaupt nicht für sowas. Aber ich habe gedacht, wenn man vielleicht auch nochmal... Ne, was für die Kinder macht für Halloween oder so. Und es kommt ja jetzt auch wieder der nächste Stampin' Up! Katalog, der mit den Weihnachtssachen, der kommt ja, fangen sie ja jetzt auch schon wieder an. Der kommt ja jetzt auch bald, ich glaube, am 1. September für Kunden und wir kriegen den schon am 1. August zu sehen. Und ja. Da freue ich mich natürlich auch drauf und ich bin ja, wie gesagt, eigentlich nicht so sehr für Halloween. Also ich finde das schon cool, aber ja, dann jetzt so vom Sinn so gruselig und so. Na, also für die Kinder ist das toll, gar keine Frage. Also das hier Baby und eine Rassel und ein Buddy nochmal und hier nochmal so eine Büroklammer, wollte ich schon sagen, Sicherheitsnadel, also auch nochmal ein richtig niedliches Set. Tue ich jetzt auch nicht wieder da rein. Dauert zu lange. Oh, ihr seht ja eigentlich auch selber, was drin ist und was drauf ist. Wenn da nicht immer diese blöden Aufkleber wären, ne? Und ich vielleicht mir mal eine Schere hier gelegen würde, dann bräuchte ich nicht immer aufzupitteln. Ich hätte sowieso nicht mehr in die Tüten reintun, kann ich das auch noch machen. So, ein Brautpaar. Auch wieder hier unten mit ein bisschen Prägung. Ich glaube, ich hole euch noch was näher ran. Ne, das war falsche Richtung. So, ein bisschen Prägung. Eine Taube, auch wieder mit Prägung und so einem Zweig nochmal. Also die gefiel mir richtig gut.
Dann machen wir gleich. Was ist da noch dazwischen? Ja, und wenn ich dann aus dem Urlaub wiederkomme, dann habe ich erstmal wieder was zu tun, dann alles wieder wegzuräumen. Gestern musste ich noch 2 Geburtstagskarten machen. Das liegt hier auch noch alles drumherum. Ich glaube, jetzt will ich was archnah, ne? Nein, mach nichts. Also das ist jetzt hier so ein Brautpaar und dann, also so eine Bordüre ist das, ein Bordürenstanzer. Mit so einer Silhouette von so einem Brautpaar und Herzen und so. Und ich habe gedacht, also ganz besonders für diese Explosionsboxen, für halt am Rand, um dann dahinter noch einen Tag dahinter zu machen oder so, habe ich gedacht, ist das ideal. Braucht man auch wieder nicht so groß überlegen, was man machen kann und so. Und dann, ja. Dann nochmal 2 Rentiere. Wie gesagt, Weihnachten. Ich glaube 22 Wochen noch oder sowas. Also wirklich, das ist ja eine Zahl, das ist ja stimmt das? Nee, kann ja nicht. Also noch weniger, oder? Was haben wir denn jetzt? Wir haben ja fast August. August, September, Oktober, November, Dezember. Naja, sind doch schon noch ein paar Wochen. Ne? Kommt schon hin mit 22 Wochen vielleicht, ne? Ja, auch nochmal mit hier so Schnörkel. Dieser, der springt so. Und der steht halt einfach. Fand ich also auch sehr schön. So, dann ein riesengroßes. Also die ist echt groß. Hier noch so extra Elemente, weiß ich gar nicht, wofür das sein soll. Ich hier wieder, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht so? Nee, macht doch keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da irgendwo Bilder. Also hier sind noch so ein paar Elemente, wahrscheinlich für hier, um Verzierungen zu machen. Aber wofür das hier sein soll, weiß ich also wirklich nicht. Und, also das finde ich jetzt ideal für, ihr wisst ja, ich mache ja immer diese, oder habt vielleicht schon mal gesehen, in irgendeinem Kraftupdate vielleicht, oder in irgendeinem Haul, kann sein, dass ich das mit eingeschoben habe, dieses Album, wo halt so ein Babybuddy, als Babybuddy, und dann ist das so ein Album. Und da wollte ich das dann mit einfügen, dann so eben als Tags noch oder so, ne? Also, ja. Genau, oder überhaupt für ein Babyalbum. Und das, ach, das ist so schön. Dieser Schriftzug. Das ist so toll. Also auch ne, für sämtliche Alben, die man so machen kann. Und zwar steht da Dream. Das kann man so natürlich nicht sehen. Das wäre schön gewesen, wenn wir das noch hätten ausgestanzt. Aber also ganz toller Schriftzug. Auch ziemlich groß. Also finde ich richtig toll. Dann haben wir hier einen Teddy und 2x zu. Bei den Kühen sei zu sagen, also die sind total süß, wenn die ausgestanzt sind. Kinder, ich habe gestern schon mit rumhantiert. Das ist was, was wir hier abmachen. Dann kann ich das mal gerade zeigen. Wo seid ihr? Zu nah dran. Nee, noch näher nicht. Weiter weg. So. Besuch von meiner Tochter hat das ausgestanzt. Der Elefant, den habt ihr gerade schon gesehen. So, und hier sind jetzt die Kühe. Die sind so süß, weil die halt auch diese Prägung oder hier so ganz, also dieses Gestitchte hier, ne, dieses Gestickte so ein bisschen haben. Also finde ich total genial. Also finde ich wirklich richtig schön. Und, aber da habe ich versucht, den Link einzufügen, der war nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob es die nicht mehr gibt oder so. Also zumindest nicht bei dem Händler wahrscheinlich, ne? Das sollen also Kühe darstellen. Zumindest steht es da so. Ehrlich gesagt habe ich immer gedacht, das wäre ein Esel hier. Okay, das ist vielleicht schon eine Kuh, aber das ist doch keine Kuh hier. Das ist doch ein Esel, oder? Also für mich ist das ein Esel. Ein Esel und eine Kuh. So, weil das sieht mir eher wie ein Esel aus irgendwie. Ich weiß auch nicht. Genau. So. Dann mal da. Und dann mal da. Wie gesagt, also ich habe euch dann nur den Namen vom Shop darunter getan. Sollte ja dann auch ausreichen. Das hier jetzt auch nochmal was ganz Witziges. Das hat so auch irgendwie gar nicht realisiert. Das sind also auch, das kam auch in einem Ganzen. Und zwar hat man also hier diesen Bügel. Und damit man den Bügel auch irgendwie
hinterschieben kann, geht das so, wird das so und so irgendwie. Ja, und dann das wahrscheinlich auch noch irgendwie. Ich habe keine Ahnung wirklich, ehrlich gesagt. Muss man noch mal gucken. Das Vorderteil, Hinterteil, also eins davon ist Vorderteil, eins davon ist Hinterteil. So, und dann kommt dann halt der Bügel da so rein irgendwie. Ich habe mir das ganze Spiel noch nicht so wirklich angeguckt. Ich müsste mir das vielleicht mal genauer unter die Lupe nehmen, wie das jetzt funktioniert oder wie das gedacht ist. Weil so kann ich es eigentlich nicht gebrauchen. Aber hier der Bügel ist ja niedlich und so. Und also da weiß ich jetzt wirklich ehrlich gesagt gar nichts mit anzufangen. Jetzt klingelt der Telefon. Ich kann da eigentlich nicht rangehen, weil ich ja jetzt diese... Moment. Oh, wo waren wir stehen geblieben? Keine Ahnung. Ach, dieser Buddy, da weiß ich also noch nichts mit anzufangen. Dann hier den Schriftzug, den hattet ihr gerade schon ausgestanzt gesehen. Ja, finde ich also auch total schön. Eine Kirche. So ganz wusste ich jetzt auch wieder nicht, was ich damit wollte. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas gesehen oder irgendwas gedacht, so, oh, dafür ist das genial und habe wieder vergessen. Ich sollte mir das mal immer mal aufschreiben. Dann hier so eine, ja, so ein Pavillon mit einem Brautpaar. Das ist auch noch lustig, weil da war dieser Pavillon und auch das Brautpaar zwar abgebildet, aber ich habe gedacht, so, oh ja, das ist jetzt nur der Pavillon. Ich lese auch nicht immer richtig. Ich sehe das und denke, oh, schöner Pavillon, ab in den Warenkorb. Und dann habe ich gedacht, so war ja unter diesem Pavillon, Mensch, ich dachte, da ist doch so ein Brautpaar. Da musst du das ja auch noch dazu kaufen. Habe ich ja dann auch gemacht. Habe ich auch schon gerade gezeigt. Das war nämlich für da, für unten drunter gedacht. Das ist auch das gleiche Brautpaar. Allerdings eine Nummer größer. Ist ein bisschen groß. Vielleicht dann so ein bisschen versetzt, dann ging es auch. Ne? Naja, okay. Aber der Pavillon und das Brautpaar finde ich also auch schön. Dann diese Ecken hier. Die hole ich auch mal hier raus. Finde ich also auch total schön. Sonst habe ich immer ganz normale Ecken schon mal gemacht in meinen Mini-Alben, um da halt auch noch was dahinter zu tun. Ich befürchte allerdings, dass die vielleicht einen Tacken zu klein sind. Also, ja, das halt, das könnte durchaus sein, dass die in, hätten was größer sein können für halt ein Mini-Album. Für halt nochmal, ja, so gerade, ne? Wenn man, dann müsste man halt zwei machen, einen da, dann, ja, das geht schon. Halt so Fotoecken dann eben, ne? So, dann hier, oh, die finde ich total schön. Ich hatte auch beim letzten Mal schon Blätter. Aber diese hier, die sind also wirklich ein Traum. Die sind nämlich auch hier wieder mit so einer Prägung. Also, okay, aber also die Blätter, die sind echt ein Traum. Die sind so schön. Gefallen mir richtig gut. Also die haben auch wieder so Prägelinien. Die sind schon schön. Genau. Nächste. Dann haben wir hier noch. Hier ist noch was. Ein Kinderwagen. Aber den brauche ich jetzt, glaube ich, nicht rausholen. Da könnt ihr sehen. Ne? Auch sehr schön und auch sehr günstig. Schnörkelei, super. Nochmal zwei kleine Pilze, passend zu dem Pilzhaus, dass man so ein bisschen mehr noch mit Pilzen vielleicht am Rand oder vielleicht innen noch dekorieren kann. Oder ich weiß auch nicht so, gar nicht so genau, was ich damit vorhabe. Dann habe ich ein Goodie bekommen. Das habe ich nämlich definitiv nicht bestellt und auch nicht bezahlt. Und das ist so ein Mädchen hier, so, ja, die liest halt so ein Carol Singer, würde ich sagen, ist das. Ein Christmas Carol Singer, weil die halt so ein Buch in der Hand hält und so. Also sieht also schwer danach aus. Auch ein bisschen warm eingepackt ist, ne, mit so ein bisschen pelzig hier, so Pelz irgendwie. Also das ist bestimmt ein Christmas Carol Singer. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber nett ist es ja trotzdem, ne. Aber man muss ja auch nicht immer alles schön finden, ne. Also, ist ja eine nette... und zwar ist das so gewesen, ich weiß nicht, in meinem letzten Haul hatte ich, glaube ich, auch ein bisschen erzählt über die Giraffe, die vergessen wurde. Und dann hat jetzt die Lieferung von den anderen Sachen auch ziemlich lange gedauert. Da ist jetzt auch die Giraffe dabei gewesen, habt ihr ja gesehen.
Und da war dann halt auch dieses kleine Mädchen dabei. So, dann habe ich mir Federn geordert. Ich hatte schon mal welche bestellt. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber diese hier, die übertreffen einfach alles. Weil A, Unmengen. Ein ganzer Haufen hier. Für ein Appel und ein Ei. Also es war ja wirklich nicht teuer. So richtig schön geschwungen auch, ne? Also und dann halt mit der, ja, also gefällt mir richtig gut. Die müsste ich aber vielleicht wieder da rein tun eigentlich. Naja, okay, kann ich machen, wenn das Video zu Ende ist. So, was haben wir hier noch? Noch der Schriftzug Baby. Genial. Oh, den fand ich schon immer so schön. Jetzt habe ich eine Bordüre mit, ja, wie sagt man, Häkelbordüre oder so. Häkelbordüre stand. Ja, irgendwie sowas, ne? Sehr schön. Auch wieder für ein Mini-Album. Ne? Klar, kann man, wer Karten bastelt, kann damit natürlich auch eine Karte verzieren. Dann habe ich keine Ahnung, was hier drauf steht. Ich glaube Family. Aber sicher bin ich mir nicht. Doch, Family. In die Richtung. Family, genau. Family, genau. Das, ja, wenn ich es mal rausholen würde, vielleicht. Konnten es ja selten, dass das hier so eingepackt ist, ne? Ist so hübsch hier so. Ja, so kann man sehen. Family. Also der war, glaube ich, auch nicht ganz so günstig. Jetzt hat man wahrscheinlich die Verpackung mit. Der fühlt sich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen weicher. Also, ja, ist vielleicht Einbildung. Bin mal gespannt, wie gut der stanzt. Aber schöner Schriftzug. So, wir nähern uns fast dem Ende. Da ist noch ein Affe. Ich weiß nicht, ob ich den beim letzten Mal schon gezeigt habe. Also bei mir in der Liste war er jetzt als noch nicht gezeigt. Genau. Der hängt dann so. Ist auch ganz witzig, ne? War der da nicht auch dabei? Nee. Ziemlich groß auch, ne? Das ist schon witzig. So, was haben wir noch? Buchstaben. Also die waren natürlich auch knallergünstig. Die hole ich jetzt auch nicht raus. Ihr seht, es sind kleine Buchstaben. Und da haben wir schon das Problem, weil ich habe keinen Buchstaben bestellt und ich habe Großbuchstaben bestellt. Hatte vorher extra noch gefragt, wie groß sind die? Habt ihr bestellt? Habt ihr bezahlt? Es sind nur die kleinen Buchstaben gekommen. Jetzt ist mir das, ehrlich gesagt, jetzt erst beim Link raussuchen aufgefallen. Und ich gedacht habe, Moment mal, da hätten ja auch noch die Großbuchstaben dabei sein müssen. Wo sind denn die? Okay, also ich hoffe, dass es noch kommt. Also, dass die da auch, weil ich finde, das ist immer sehr schwierig, das nachzuweisen, dass da irgendwas drin war oder nicht drin war, ne? Denn ich weiß, ich habe einmal was, hatte mich auch beschwert, und da haben die gesagt, ja, ich sollte ein Foto machen das Wiegen, wie schwer das war und keine Ahnung was. Und mit Umschlag, ich sage, Leute, ich sage, den Umschlag, den hat er schon dreimal entsorgt. Das ist natürlich in dem Fall jetzt erst recht so. So, dann habe ich hier noch ein paar Stempel. Das ist Papier. Und etwas weiter raus. So. Genau. Das ist dieser hier. Das ist immer richtig knaller, ne? Ach, vielleicht mal so rum, ne? Dann kann man da auch lesen. Wishing you a Merry Christmas. Und ja, der Schneemann, der ist so süß. Der ist so süß. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich kein Fan von diesen Klarsicht-Dings, aber also weit muss einfach mit, ne? Vor allem bei dem Preis. Und hier die Schrift. Ist das schön? Doch, ne? Ist natürlich schade, dass das immer alles in Englisch ist, weil ja, es ist halt. Ich verwende es halt nicht für Karten zu basteln, ne? Und für was sonst braucht man die Sprüche? Also so ein bisschen, ich habe zwar auch schon mal ein Weihnachtsalbum gemacht, zweimal sogar schon. Da könnte man es vielleicht verwenden, aber schon schwierig. Vielleicht für zum Scrappen noch, ne? Ja. Aber sehr schön. Dann hier so ein Hintergrundstempel. Was ich hier jetzt nicht so gut finde, ist, das ist ein großer Stempel. Also
Das sind nicht jetzt mehrere kleine, sondern ein großer. Und das jetzt hier irgendwie auseinanderzuschneiden, wird wohl auch etwas schwierig werden, weil es sehr nah aneinander hängt. Also, gucken. Der Hund muss raus! Wer ist da reingekommen? Achso, du bist da. Okay. Ja, und dann das noch. Da fand ich den Schriftzug Baby auch wieder und das ist ja süß. Ne? Und, oh, wie süß. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber es sieht irgendwie niedlich aus. Was soll das sein da oben? Käfer oder was? Käferparade? Was ist das, Ingo? Was soll das sein hier? Das sieht irgendwie niedlich aus. Ich kann es nicht ausmachen, was ist das? Irgendwelche Käfer oder? Was ist das? Habe ich falsch rum? Nee. Ja, überleg mal ein bisschen, was das sein könnte, während ich schon weiter erzähle. Dann habe ich hier noch so ein. Da bin ich also auch ein bisschen enttäuscht. Auf dem Bild sah es also wirklich, obwohl, naja, so gut, so schlecht ist es nicht. Aber auf dem Bild sah es halt einfach irgendwie eleganter aus. Und so sieht es einfach mehr aus wie ein Haufen Plastikmüll. Aber naja, man kann es sicherlich schon irgendwie ganz gut verwenden. So, dann noch hier. Oh, hier ist noch eine Stanze. Das war eine Sternenstanze. So Staub, wie heißt er? Blütenstempel sind da, ne? Oder? Ich würde sagen, das ist ein kleiner Käfer mit Sonnenbrille. Käfer mit Sonnenbrille? Der einmal auf dem Kopf steht und einmal normal. Ja, irgendwie sieht es niedlich aus. Ich finde, irgendwie hat es was. Aber keine Ahnung, was das sein soll. Dann Biene oder so, ne? Ist das? Ja, Bienen, Käfer, keine Ahnung. Irgendwas mit Sonnenbrille. Mit Sonnenbrille. Vielleicht ist auch Puck die Stubenfliege. Wenn mir sagen kann, was das sein soll, bitte in den Kommentar. Wir können es nicht entziffern, irgendwas. Ja, hier, das irgendwie so Blütenstempelstaub. Tja, weiß ich auch nicht, was mich da wieder geritten hat. Okay, Spray in Rosa. Die finde ich total schön. Ja, die mag ich immer gerne. So, irgendwo so dazwischen stecken. Dann habe ich welche in Weiß, aber das ist noch wieder was anderes hier. Wieso kannst du hier kommen? Da habe ich mich wahrscheinlich auch wieder irgendwie vertan, weil das brauchst du im Leben nicht. Dann nochmal Spray. Aber diesmal in Weiß. Ich meine, ich habe da auch, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe da einen falschen Link reingepackt. Also entweder kommt da noch was oder ich habe da, ich habe noch 100 Stück. Oder war da 10? Ne, war glaube ich 10, ne? 10 sind das. Ja, die sind ein bisschen was verbogen. Das macht aber nichts, die kann man sich so ein bisschen wieder gerade biegen und wenn man die dann hinterher unter dem Projekt packt oder mit in irgendwie Blümchengedönse rein, dann geht das. Ich habe schon mal welche von China gehabt, die sind ganz gut. Wobei die sehr klein sind, die haben wir nicht ganz gut. Auch hier wieder sah also im Video, auf dem Bild etwas hübscher aus. Und das ist jetzt einfach nur. Ja, ich glaube, ich habe auch gar nicht gesehen, dass das Plastik ist. Also, ich hätte gedacht, das wäre. Band wahrscheinlich. Also so Perlenrosen. Wie sagt man, sagen die anderen immer Cabochons oder so, ne? Dann habe ich noch was bei Doreen Beats geshoppt. Die hatten da auch wieder Prozente. Einen Teil habe ich hier aber jetzt nicht liegen. Ich weiß nicht, wo der ist. Wahrscheinlich noch in der Kiste. Einmal hier so Sternchenanhänger. Sternenanhänger mit Öse schon dran. Dann sind das Perlenkappen in Sternenform. So, hab ich hier auch die Nummer. Die waren mega schnell diesmal. Dann hier nochmal so eine Kette. Man halt. So, ne? Lesen.
Und die kleinen Engelanhänger. Ja, die kann ich ja auch machen, wieder süß. Also die kann man wirklich in jedes Projekt mit dranhängen, die sind ja niedlich. Ich glaube, den muss ich mal einen rausholen, damit ihr das dann wirklich sehen könnt. Ich glaube, ich halte das auch schon wieder falsch rum in der Kamera. Ne, war richtig. So, das war also mein Voll. Mal gucken, ob ich gerade noch die... Aber da muss ich euch enttäuschen. Ich habe da keine Nummer. Das sind so... Die sind so knaller. Die waren also auch schon so. Die waren auch schon so. Ist das toll? Also finde ich echt knaller. Oh, riecht schön. Genau. So, das war also mein Haul. Wir haben jetzt Ferien und die Kinder haben schon die erste Ferienwoche hinter uns. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!